Schlussendlich ist Verantwortung übergeben Ausdruck von Würde. Gott sehnt sich immer nach Menschen, die mit ihm Beziehung leben. Er ist so gut, er ist so lieb, er ist so hingebungsvoll und so vertrauensvoll. Ewig genial. Und er will wirklich mit uns als Vater unterwegs sein. Jesus will mit uns als Freund und der Heilige Geist mit uns als permanenten Lebensberater uns in eine tiefere Beziehung einfach hineinführen. Das ist so bewegend und so belebend. Aber in dem Sinne ist das ein Teil. Und der andere Teil ist, aus dem heraus hat Gott einen Plan mit uns. Schlussendlich ist Verantwortung übergeben Ausdruck von Würde. Und wir lesen das eindrücklich in der Geschichte von Maria. Da kommt doch ein Engel zu Maria, Lukas 1, und sagt ihr, sei gegrüßt, Begnadete. Er kommt nicht einfach her und sagt, hey, weißt du was, ich habe einen Job für dich. Du bist jetzt Mutter von Jesus. Und ja, okay, hab's gut. Sondern er kommt her und sagt, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Da sehen wir die Ebene. Gott will in erster Linie uns beschenken, in erster Linie uns Gnade geben, in erster Linie uns die Beziehung stärken. Und dann heisst es, sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Das war die erste Ebene. Er ist nicht einfach gekommen mit einem Auftrag. Hey, du bist Verantwortungsträger, Maria, jetzt gebe ich dir noch ein paar wichtige Tools. Sondern er ist erstens gekommen und gesagt, du bist so eine Begnadete. Ich bin so begeistert von dir. Aber das löst den Erfolg aus. Gott setzt immer den Anfangspunkt in Beziehung zu uns. Aber das führt dann weiter. Im Lukas 1,30 heißt es, und der Engel sprach zu ihr, zur Maria, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Nochmal, du bist so eine Beschenkte. Gott hat dich so lieb. Er ist so begeistert von dir. Er will dich beschenken. Und jetzt kommt es. Und siehe, du wirst schwanger werden. Du wirst Verantwortung übernehmen. Aufgrund von dem, weil du so eine Beschenkte bist, hast du eine würdevolle Aufgabe. Du wirst Verantwortung übernehmen. Du wirst Mutter werden. Und dann heisst es weiter, und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und so weiter. Und damit drückt eigentlich Jesus oder die Bibel hier aus und sagt, hey Maria, du bist so beschenkt. Und aufgrund von dem wirst du so entscheidende Aufgabe haben. Und ich glaube, dass Jesus das nicht nur einfach bei Maria gesagt hat, sondern ich glaube, dass das eigentlich Ausdruck ist von seinem Denken. Er hat uns gerufen, weil er so einen grossen Auftrag für uns hat. Und er ruft uns in Beziehung und führt uns her zu Verantwortungen, wo wir einfach verstehen und dürfen sagen, wow Gott, Mensch, wirklich mehr? So ist Maria angegangen. Die Maria reagiert sehr erstaunt auf die Idee, dass sie die Mutter von Jesus werden soll. Das ist ja logisch. Vielleicht geht es dir auch so, wenn Gott dir sagt, hey, ich will, dass du Verantwortungsträger oder Verantwortungsträger wirst in der Wirtschaft, in der Schule, in der Nachbarschaft, in deiner Familie. Dann denke ich, wow, wie soll das gehen? Und genau gleich sympathisch reagiert Maria. Sie sagt zum Engel, wie wird dies zugehen, der von keinem Mann weiss. Und dann sagt er ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und der wird es machen. Und sie denkt, hey, sorry, wie soll das gehen? Wie soll ich als normale Maria, wie soll ich das handeln? Und vielleicht denken wir oft auch, hey, wie sollen wir Verantwortung wahrnehmen, dass Freunde von mir dürfen zum Glauben an Jesus kommen? Wie soll ich Verantwortung wahrnehmen, dass der Bundesrat beschenkt wird mit Gebet oder mit Unterstützung? Oder vielleicht dein Chef oder dass du selber ein Wirtschaftsverantwortlicher oder Verantwortliche wirst? Wie soll das gehen? Und Jesus antwortet durch den Engel so einfach, sagt, der Heilige Geist wird es machen. Das bist nicht da, was du machen musst. Es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht, dass Jesus sagt, hey, ich habe mit dir eine Beziehung und jetzt schau selber, dass du Verantwortung wahrnimmst. Sondern Jesus sagt, ehrlich zu uns, ich will dir eine Beziehung schenken und dir Befähigung geben, dass du Verantwortung wahrnehmen kannst. Und die gleiche Antwort gibt
Jesus heute uns? Wenn wir fragen, Jesus, wie soll ich? Wie soll ich meine Verantwortung als Vater wahrnehmen, als Ehemann? Und liebsten möchte ich flüchten, liebsten möchte ich das nicht machen, weil ich mich überfordert fühle. Und dann sagt Jesus nicht, ja, boah, du bist überfordert, hey, lerne mal etwas rechts, überlege noch mal, lese noch mal ein Buch zu diesem Thema, das kann sein. Aber ich glaube, was er wirklich sagt, er sagt, der Heilige Geist wird kommen. Er wird dich leiten. Maria hat bis zum Schluss des Gesprächs mit dem Engel nicht gewusst, wie es geht. Das Einzige, was sie gewusst hat, ist, Gott hat sie gern, er hat eine Beziehung mit ihr und er hat einen Auftrag. Und dafür gibt er ihr den Heiligen Geist. Er hat nicht mehr gesagt und sie hat nicht mehr gewusst. Aber das hat bei ihr gelangt. Und ich wünsche mir, dass das auch bei mir gelangt. Dass wir das Gleiche sagen, wie Maria, die sagt im Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und ich wünsche mir, dass wir als Volk Gottes aufstehen und sagen, Jesus, ich weiss echt nicht, wie das gehen soll. In welcher Form das so Verantwortungsträger wahrnehmen, wo auch immer du mich brauchen willst. Aber du hast mir Sachen aufs Herz gelegt, die mich eigentlich überfordern. Und ich will nicht da hocken und sagen, ja, Jesus, du musst mir noch das und noch dieses und noch eins. Und wenn ich dann alles weiss und alles kann und die besten Abschlüsse habe, dann werde ich nicht. Nein, Maria hat es anders gemacht. Gesagt, hier bin ich, deine Magd, mach's. Mach's mit mir. Und ich wünsche mir, dass wir in der gleichen Haltung, ich als Vater, du als Vater, als Mutter, als Single, egal wo, dass wir herstehen und sagen, wow, Gott, du willst uns brauchen, das ist krass, es überfordert uns. Aber du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und ich sage dir eins, hier bin ich schenke mit dir, bitte mach's mit mir.